Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Pokémon, die silberne Edition. Wir sind hier in Dukatia City im Radioturm und bevor wir jetzt weitermachen, sehen wir uns mal unser neues Modul an, das wir letztens bekommen haben. Unser Pokémon hat ja hier einmal Datum und Uhrzeit. Nein, nur Uhrzeit und Tag ist das. Dann die Karte. Und jetzt sind wir gerade im Radioturm. Hier unsere Telefonnummer und wir sind am Radioturm. Können wir hier anrufen? Machen wir mal. Du bist außerhalb des Servicegebiets. Okay, wir können hier nicht anrufen. Interessant. Und jetzt das Radio, Leute. Hören wir Radio. Meinen Sender suchen. Ice Pokémon Talk. Professor Ice Pokémon Talk mit Margit. Traumato wurde gesehen auf Route 34. Traumato, wie wunderbar. Jetzt. Miltank wurde gesehen auf Route 39. Miltank, wie freundlich. Wie dreist. Knofensa wurde gesehen auf Route 32. Knofensa, wie freundlich. Wie anregend. Damhirplex wurde gesehen auf Route 36. Damhirplex, wow, faszinierend, wie dreist. Schlurp wurde gesehen auf Route 44. Schlurp, wie einfühlsam, wie interessant. Pokémon. Dann suchen wir uns mal den nächsten Sender. Pokémon-Musik, Programm! Ich bin's, DJ Ben, es ist Dienstag! Mach mit beim Pokémon-Marsch! Thank you.
Okay, Leute, ich glaube, das war jetzt genug Pokémon Marsch. Suchen wir zum nächsten Kanal. Yeah, wie geht es euch nun? Geht es gut oder geht es nicht? Die Glückszahlschau ist immer Pflicht. Die Glückszahl ist 47097. Ich wiederhole, die Glückszahl ist 47097. Gewonnen? Kommt zum Radioturm. So, und einen weiteren Sender gibt es leider nicht, Leute. Ja, auch in der Goldenen Edition gab es leider keinen mehr. Schade. Dann machen wir mal weiter. Überall, jederzeit. Pokémon Radio. Ein Pummeluff. Wenn Pokémon Schlaflieder im Radio hören, schlafen Sie ein! Aha. Du kannst überall Radio hören. Probier's mal aus. Hab ich gerade. Pokémon Magazine, Pokémon Freund, Pokémon Handbuch, Pokémon Schaubild. Hier auch. Und hier auch. Professor Eis Pokémon Talk. Die beste Show am Äther. Erstes Obergeschoss. Verkauf. Wir könnten uns also die Magazine hier verkaufen. Einkaufen. Zutritt nur für autorisiertes Personal! Das war nicht immer so. Mit unserem Intendanten stimmt irgendetwas nicht. Tja, das war's dann erstmal mit dem Pokémon Radioturm. Haben wir noch irgendetwas anderes? Ich glaube, wir sind jetzt soweit fertig. Meine Pokémon müssten auch geheilt sein. Dann gehen wir weiter, Leute. Wir sind fertig in Dukatia City. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße. Er fängt an zu zappeln, wenn man ihn anspricht. Ich habe gehört, dass er rasend wurde, als ihn jemand mit Wasser aus seiner Chili-Kanne begossen hat. Entschuldige, mein Freund. Könntest du mir einen Gefallen tun? Könntest du dieses Pokémon, das einen Brief trägt, zu meinem Freund bringen? Du findest ihn auf Route 31. Ja? Das würdest du tun? Super! Vielen Dank! Mein Freund ist ein Flegel. Er schläft die ganze Zeit. Du wirst ihn sofort erkennen. Du kannst kein weiteres Pokémon mehr tragen. Machen wir das mal, Leute. Route 31. Da wäre der Nationalpark, Route 36. Ja, ich möchte da noch nicht entlang gehen, Leute. Wir machen das gleich und reisen dafür einfach die bekannte Route zurück. Wieso nicht? Dann legen wir ein Pokémon ab, legen wir... Können wir auch hier gleich... Legen wir Tanze ab dafür. Winder hat ein Pokémon, das einen Brief trägt, erhalten. Du darfst ihn lesen, aber verliere ihn nicht. Route 31. Stimmt, ein merkwürdiger Baum hat die Straße blockiert.
Ich frage mich, ob die Straße jetzt frei ist. Noch nicht. Hab sie. Ein Habitag. Originaltrainer Harald hat dir die 01001. Ich hoffe, wir dürfen uns das behalten. Das wäre toll. Und wir dürfen den Brief lesen, hat er gesagt. Also, lies. Finsterhöhle ist ein Pfad. Harald. Finsterhöhle, nicht Dunkelhöhle. Naja, ist ein Pfad. Sie ist tatsächlich auch hier am Ende erstmal. Aber okay. Habe ich denn jetzt auch den Pokédex-Eintrag für Habitag? Müsste ja relativ am Anfang sein. Ja, haben wir, Leute. Habitag, ein Kleinvogel-Pokémon. Größe 0,3 Meter, Gewicht 2 Kilogramm. Nummer 21. Es beschützt sein Gebiet stets vor Eindringlingen. Daher fliegt es ständig wild umher. Das ist das Gebiet, das hätten wir schon fangen können. Ja, Route... Ah ja. Gibt es ja sowieso bei den Bäumen die ganze Zeit. Und das ist der Ruf. Ja, ich hoffe, wir dürfen es uns behalten, Leute. Außersehen ins Gras gekommen. Ein Radfratz. Level 13 männlich. Los, Togepi. Kopfnuss. Ein Myrapla. Level 6 weiblich. Ich frage mich, wann Togepi genügend... der Freundschaftswert hoch genug ist. Ich glaube, alle 500 Felder, die wir gehen, erhöht sich der Freundschaftswert um 1. Und wir gehen ja sehr viel, vor allem in dieser Folge mit dem Fahrrad. Und jedes Level, das aufsteigt, glaube ich, um 2. Sollte also eigentlich bald mal soweit sein. Naja. Zumindest die Levelvoraussetzung ist bereits erfüllt, Leute, denn... die war niedriger als 20. Ich glaube 17. Togepi erreicht Level 21. Leider noch nicht. Es mag uns noch nicht gut genug. Oh, Wiesenjör ist aber noch nicht dran. Dann kommt vorher noch Hubbelupf. Ein wildes Zubat, Level 6 männlich. Ein wildes Zubat, Level 5, männlich.
So, Route 31. Ein Radfratz. Level 6 männlich. Noch ein Radfratz. Level 4 weiblich. Ein Onyx. Level 6 männlich. Erstmal Giftpuder. Dann einmal Lockduft. Und dann Tackle. Und besiegt. So, wir sind auf Route 32. Ein wildes Felino, Level 6, weiblich. Ja, Leute, dann ist an der Stelle leider Schluss. Wir sehen uns dann morgen wieder in der goldenen Edition. Ciao!